Jetzt ist wieder so weit. Wir sind ein bisschen lauter und nicht mehr zu zweit. Wir haben zwei Akkorde mehr. Unsere Texte sind viel schöner und heim können wir auch noch. Ich lebe allein, ich brauch keine Freunde, um glücklich zu sein. Meine Wohnung ist klein, aber fein. Ich hatte ein Tier, einen kleinen gevierten Freund. Er war nützlich und lebte gesund. Doch eines Tages fiel er um. Ich weiß heute noch nicht warum, bis ich dann auf ihn sah, der Zeitung lag, was er besaß. Hallo. Vogelgrippe, von heute auf morgen, hat er keine Sorgen. H5N1, der Virus kommt leise und zieht große Kreise. Nach diesem tragischen Verlust, oh, war ich allein und mir wurde bewusst, ich bin ein Tierfreund, doch Hühner sind doof. Ich holte mir einen Hund, denn der ist süß, brech dazu Stubel rein. Besser kann es nun wirklich nicht sein. Ganz schön gemein, oder? Doch eines Tages wieder um. Einfach so. Ich weiß heute noch nicht warum. Bam, bam. Bis ich dann im Fernsehen sah. Da. Das ist H5N1 war. Auch Katze, Schwan, Ente und Maus. Hinten ist bei mir nicht lange aus. Das ganze Tierheim, es ist leer. Dann gibt es keine Tiere mehr. Schweine, Grippe. Ich kann's übertragen, doch es ist schlecht auf dem Magen. Schalala-1, Schalala-N1, Schalalala. Der Virus kommt schneller, serviert auf den Teller. Schalalala, Schalalala, Schalalala. Ich höre. Schalalala, schalalala, schalalala. Hallo. Wir sind H5N1 und willkommen aus Schwerin, Potsdam, und wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wow. Da waren wir tagelang geprobt. Ich finde, wir proben nur an diesem. So, Zeit für Kekse? 1, 2, 3, 4. Ich mag Kekse, sie sind klein und rund und ohne Mühe passen sie in jede Schund. Es fallen Krümel, jedoch ohne Grund, auf den Boden und nicht in meine Schuhe. Dort steht die Dose, ich halte sie hinein, ich kann sie fühlen, die kleine Leckerei. Die Zunge freut sich, sie wird leicht gerecht, wenn die Zähne den Kekschen stetzen. Dieser Refrain ist nicht aus Freude, ist aus Heu und Stroh gemeißelt. Hört gut hin, der Text ist doof. Ich fliege morgen gleich den Hof. Dieser Refrain ist individuell, schnell versaut und dumm. Die 3 Minuten Frechzeit geht von so viel schneller rum. Wie die Bum, wie die Bum, wie die Bum, wie die Bum. Oh, so, so, so. Ich
1945, der Vorrat war sehr knapp, weil der böse Onkel Adolf keine Kekse mehr vergab. Alle Leute sind verschrieben, keine Mauer musste her. Die Welt war ziemlich grau und ich weiß ganz genau, meine Kekse sind ja heilig wie mein eigenes Fleisch und Blut. Das ist wie bei den Hühnern, sie beschützen ihre Brut. Das klingt ein bisschen komisch, doch dennoch ist es wahr. Meine Kekse sind mein Leben, das weiß der Papst sogar. Dieser Refrain ist in die Duell schnell versaut und dumm. Die 3 Minuten Pflichtzeit kriegt man so viel schnell rum. Fili-bum, Es heißt, ich weiß. Schön. Wir freuen uns wieder hier zu sein, zweimal Open Mic. Und wir spielen das erlebt, das haben wir nie live gespielt. Wir freuen uns, wenn ihr zuhören würdet. Bitte. Achso, das Ding heißt Tutti Radio. Frisch geschnappt, die kommen. Und haben gerade das Konzert der Band H5N1 beendet und da möchte ich gleich die erste Frage stellen. Wie kommt ihr auf diesen provokanten Namen? Ja, wir sind weite Wege gereist, nach Sibirien, nach Afghanistan und so weiter. Und da haben wir halt einen kleinen Vogel, abgebrochenen Vogel gesehen. Der hatte einen gebrochenen linken Flügel. Ja, und da wir sowieso schon vorher viel Musik gemacht haben, haben wir gedacht, komm, wir nennen uns einfach H5N1 und lassen diesen Virus einfach mal nach Europa treiben und deswegen ist H5N1 jetzt bei uns gelandet. Wow.